Ein wunderschönen Das Soundsystem wurde aktiviert. Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Wir stehen hier in Letmathe und fahren einen Güterzug. Und das ganze Szenario stammt vielleicht aus der Feder von Fair System Sounddesign. Hallo. Ich stehe und hier jetzt, ich würde sagen, wir hören uns einfach mal alles an hier. Jetzt mal ein paar Informationen hier. Der Fahrplan ist bestellt und die FPLO habe ich dir schon aufs Tablet geschickt. Melde dich bitte, wenn du in Mainz durch bist. Bis dann haben wir hoffentlich dann den neuen Plan und wir wissen, wie es dann weitergeht. Gut, mache ich dann. Okay, Jochen, dann erstmal gute Fahrt und bis später. Tschö. Ja, danke, bis später. So, Unterlagen sind hier, Tasche dort, dann kann ich jetzt hier schon mal aufrüsten. So, ich würde sagen... So, wir dürften eigentlich abfahrbereit sein. Aber... Wie ging das nochmal? Oh nein, Mann, schon wieder diese Kaffeeflecken auf dem Instrumentenbrett. Immer diese jungen Lokführer. Papier liegt hier auch noch rum. Naja, muss ich mal wegräumen und dann melde ich mich abfahrbereit. Alles fertig, dann melde ich mich jetzt mal abfahrbereit. Egal, lassen wir das ja, so. Fahrdienstleiter Königsbach. Ja, hallo, Fahrdienst. Ich stehe hier bei dir im Gleis 203 und soll den 52084 fahren. Ich wäre dann soweit fahrbereit. Okay, Gleis 203 als 52084 fahrbereit. Ich melde dich mal bei der ZÜ an und melde mich nochmal, wenn es dann losgeht. Alles klar, du meldest dich. So, ich denke, wir sind soweit. Hauptschalter dürfte da soweit an sein. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt auf Freigabe warten. Wie gesagt, dies ist das neueste
Szenario aus der aus dem Hause Fair System Sound Design und nennt sich Güterzug 52084 nach Mainz-Bischofheim und sie übernehmen die Fahrt mit dem 52084 Zuglänge beträgt 689 Meter. Zugfahrt in der mittleren Zugart M. Im Moment stehen wir hier in Letmathe und beziehungsweise müssen nach Letmathe und dann noch weiter nach Bingen Hauptbahnhof. Aber wie gesagt, im Moment warten wir noch auf Freigabe durch den Fahrdienstleiter. Denn wie ihr seht, haben wir immer noch rot. Aber das dürfte sich ja nur noch um ein paar Minuten handeln. Hoffen wir doch mal. Da fällt ein Geisterzug her, warum auch immer. Naja. Ich hatte eigentlich alle DLCs. Ach, die Werbung ist schön. DB Schenker und Bombardier 399. Eine erfolgreiche Partnerschaft mit Zukunft. Halt abermals noch rot. Ich hoffe echt, es geht jetzt. Ja, da tut sich was. Wunderbar. Der 52084, hallo. Jo, der Fahrdienstleiter in Königsberg nochmal. Pass auf, von hinten kommt noch ein Prioritätszug, den ich vorbeilassen muss. Aber wir haben ja Mittel und Wege. Deshalb lasse ich dich erstmal ins Gegengleis und wenn der Prio-Zug dann vorbei ist, geht's wieder ins Regelgleis. Okay, also erstmal ins Gegengleis. Genau, von vorne kommt noch ein Express und dann kommt die Ausfahrt. Alles klar, danke. Jo, bitte, bis dann. Ciao, ciao. So, das heißt, wir müssen jetzt noch auf den Express warten, der von vorne kommt. Dann dürfen wir fahren ins Gegengleis und dann kommt der Prio-Zug und wenn der vorbei ist, geht's wieder aufs richtige Gleis. Gut, dann warten wir jetzt noch den Express ab. Vorne steht ein Syvex. Also noch ist verweigert. Hier steht der Syvex, der Express. Ah, jetzt fährt er los. Wunderbar.
Das heißt, er wird uns gleich hier entgegenkommen. Und dann geht es endlich weiter. So, da vorne kommt der Syvex. So, und dann dürften wir doch eigentlich jetzt endlich fahren. Wunderbar, auf geht's. Federspeicherbremse. Ach. Wo werde ich die denn jetzt quitt? Federspeichenbremse. Wo werde ich die Federspeicherbremse los? Verdammt nochmal. Glaubt ihr, ich weiß jetzt, wo ich die Federspeichenbremse los werde? Gibt's doch jetzt nicht. Entschuldigung, da muss ich mal eben nachschauen. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Also, F3 in Kupplungsansicht. Nein. So, auf geht's. Der Sound ist mega. Eieiei. So, der Priorzug ist durch, würde ich sagen. Das ist gar nicht so einfach für die Lok hier, wie ihr hört. Ja gut.
Wunderschön, wunderschön. Und er nimmt kein Ende. So, vielleicht machen wir doch mal lieber Fernlicht an. Also es ist wirklich nicht einfach, hier auf Geschwindigkeit zu kommen, eben weil er so schwer ist. Übrigens, unsere Zuglok ist eine Baureihe 185 und ich finde, die hat einen sehr, sehr schönen Sound, stammt aus dem Hause Virtual Railroads. So, 60 haben wir dann gleich fast erreicht, immerhin schon. So, da bin ich aber gespannt, wann wir dann gleich wieder ins richtige Gleis übersetzen.
So 70. Traumhaft. Ihr habt es gesehen, höchstgeschwindigkeit 140 km/h. Mehr darf diese Lok nicht. Aber ich denke, das ist für einen Güterzug auch schnell genug. Ist eigentlich schon fast zu schnell. So, erste Station ist Lidmate. Da fahren wir aber noch nur gute 10 Minuten. Etwas mehr. Lang hat es gedauert. Aber jetzt ist es endlich soweit, dass ein neues Szenario aus dem Hause Fair System erhältlich ist. Kostet dort 12,95 Euro und ist seit gut 2-3 Tagen zu erhalten dort. Und es nennt sich, wie gesagt, GZ 52084 nach Mainz-Bischofsheim. Fahrbar sind dort 3 verschiedene Lokomotiven. Einmal die MF VR Baureihe 145 aus dem Hause Virtual Railroads. Dann, wie gesagt, die Baureihe, also VR BR 185, ebenfalls von Virtual Railroads. Und als dritte Zuglok die VR-Baureihe 189, ebenfalls erhältlich bei Virtual Railroads. Das Ganze findet ihr, wie gesagt, bei Fair System Sound Design. Wenn ihr dann dort angemeldet seid, einfach auf Neu im Shop klicken, dann wird euch das als erstes angezeigt. Kostet, wie gesagt, 12,95 Euro. Und ist dann ganz einfach, wenn ihr das dann bezahlt habt, ganz einfach downloadbar und installierbar in eure
Sounddesign-Datei. Und wenn ihr dann alles soweit richtig gemacht habt, hört ihr beim Start des Szenarios, das Soundsystem wurde aktiviert. Wenn ihr das hört, habt ihr alles richtig gemacht und es werden euch alle verfügbaren Sounds abgespielt, die es in diesem Szenario gibt. So, gleich 90. So, gleich 80 und 40. Ich denke mal, dass wir dann an dieser Stelle wieder aufs richtige Gleis rüber wechseln werden. Deswegen werden wir jetzt hier auch so eingebremst. So, 80. Direkt 40. Dass jetzt sofort 40 kam, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, es ist ja soweit nochmal alles gut gegangen, Gott sei Dank. So, gleich noch 10 Kilometer bis Litmate, unserem ersten Stopp. Dort. Abend. Litmate, hallo. Du gehst kurz in die Wohnung für den Fernverkehr. Okay, weiß ich Bescheid, danke. Jo, bitte, tschö. Tschüss.
Das habe ich jetzt leider gerade nicht richtig verstanden. Was der Fahrdienstleiter da gesagt hat. Wenn ihr es verstanden habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe es leider nicht verstanden. Aber er sagte was von Letmathe, also Fahrdienstleitung Letmathe, und ich denke, dass wir dann in Letmathe den Fernverkehr Vorzug gewähren müssen. So, Letmathe haben wir auch gleich erreicht. Also sie klettert mühsam die KMH-Leiter hoch. Und daran kann man schon sehen, was für einen schweren Güterzug wir hinten dran haben. Wahnsinn. Naja, mal schauen, ob wir bis Letmathe überhaupt noch 100 km/h draufkriegen. Da bin ich doch mal gespannt. So, 80. Und da vorne kommt schon wieder 80. Also 100 werden wir nicht mehr erreichen. Aber das ist ja auch nicht so tragisch. Wir haben ja keine festen Ankunftszeiten, von daher geht das.
So, noch ein bisschen Schwung mitnehmen und dann gleich abschalten. Wird dann wieder auf 80 rollen. Also die muss mich daran gewöhnen, dass der Zug länger ist und ich schneller die Geschwindigkeitsbegrenzung erreiche. Also da habe ich mich jetzt noch nicht so ganz dran gewöhnt. Die C. Da vorne ist wieder 40. Oh Mann. Bisschen anbremsen hier. Das ist doch gemein. 40 ist doch erst da vorne. So, Litmate. Deswegen müssen wir ja auch anhalten, weil wir gleich den Fernverkehr vorbeilassen müssen. Der natürlich Prio hat. Wenn wir erstmal aufs Ausweichgleis geschleitet, geschoben, wie auch immer. Umgeleitet. So, wenn jetzt hier ein bisschen noch drauf fahren lassen. So, Hauptsignal ist rot, logischerweise. So, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier halbwegs in einem vernünftigen Gleis stehen, weil wenn wir mit dem Arsch noch, beziehungsweise mit den letzten Waggonsrohren in der Weiche stehen, dann gibt es einen ganz, ganz bösen Unfall. Gleichwohl dürfen wir aber auch nicht über das rote Signal fahren. Das heißt, das ist hier wirklich Fingerspitzengefühl gefragt. Herrgott, nochmal. So, das dürfte jetzt aber eigentlich auch genügen. Waggons stehen drin, das heißt, wir dürfen voll bremsen.
So, werden wir eben kurz abspeichern. So, noch ist rot. So, dann schauen wir mal, was da auf uns zukommt, beziehungsweise hinter uns ist. So, wir sind da. Wir stehen da am roten Signal. Kommt denn da was von hinten? Nee. Aber von vorne. Nee, über uns überholt was. Da kommt der Fernverkehr schon. Wunderbar. So, das heißt, wir werden gleich wohl wieder loseilen dürfen. Nach Bingen. Ist verweigert, dürfte sich jetzt aber gleich jede Sekunde ändern, weil die Ankunftszeit läuft auch schon weiter. Wunderbar, grüne Welle, dann geht's los. Also Wahnsinn, wie was für ein Gewicht da dran nimmt. Wahnsinn. Wahnsinn.
So, 40. Wahnsinn, kommt nicht aus Quark, aber normal bei dem Gewicht. Ganz, ganz normal. So, 50 haben wir immerhin schon erreicht. Kommt ein Syvex. Und genau diese Länge haben ja auch Güterzüge. Also die fahren ja halt nicht so schnell, aus bekannten Gründen. Und da dauert eine Fahrt halt von knapp 30 Kilometern halt schon mal ein bisschen länger, als wenn man da mit einem RE oder gar mit einem Fernzug da mit 160, 200 durch die Lande fährt. Hier mit dem Güterzug, die haben halt keine Prio. Also nicht, die allermeisten zumindest nicht. Und deshalb dauert das einfach alles, weil man zwischendurch stehen bleiben muss, den Fernverkehr durchfahren lassen muss und. Wir haben eine begrenzte Höchstgeschwindigkeit. Also eine begrenzte erlaubte Höchstgeschwindigkeit, sagen wir mal so. Und das dauert dann halt schon seine Zeit, bis man dann halt von A nach B gefahren ist. Und genau das stellt dieses Szenario auch dar. Es ist kein Hop-Hop-Szenario, sondern ein wirkliches Güterzug-Szenario, was halt dauert. Und genauso wird das hier auch dargestellt von Fair System Sound Design. Ein, wie ich finde, sehr realistisches Szenario, sehr vorbildgetreu und auch von der ganzen Aufmachung her. Und die Unterhaltung zwischen Fahrdienstleiter und Zugführer finde ich sehr, sehr schön. Und wieder mal ein sehr, sehr gelungenes Video, ein sehr gelungenes Szenario von Fair System. Besten Dank dafür an dieser Stelle. So, 70.
Dann machen wir es anders. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist 70? Ah, es werde Licht. So sieht das doch schon viel besser aus. Schade, das funktioniert doch. So, das ist für 80. Ei, das ist zu viel, das ist zu viel. Das sieht gut aus. So, 120. Wunderbar. So, CE. Sehr, sehr schön.
So, ich bin mal gespannt, was uns im Laufe der Fahrt jetzt noch erwartet. Ob wir noch eine Überholung haben oder ob wir noch ein rotes Signal haben. Oder. Bin echt gespannt. Wie gesagt, wundert euch nicht über die Länge und dieses vielleicht zwischendrin ein wenig sich wie Kaugummi ziehende Szenario. Es ist ein wirklich reales Güterzug-Szenario. Das ist wirklich so im realen Leben. Die Züge dürfen nicht besonders schnell fahren. Sie haben immer wieder Anhalte bzw. Rote Signale, um den Fernverkehr und so weiter durchzulassen. Und deshalb zieht sich das nun mal so. Und so ist das. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass das so real dargestellt wird. Also ich finde es rundum ein schönes, gelungenes Szenario. So, ich glaube nicht, dass wir jemals nach 100 kommen werden, aber ich mache mal vorsichtshalber. So, noch gut 10 Minuten bis Bingen. Bacharach. Ah ja.
50. So. Noch 9 Kilometer. Hinein in die Nacht. So, top die Wette gilt. Erreichen wir bis Bingen noch die 100 km/h? Schreibt's in die Kommentare. So, der Vordienstleiter in Bingen, grüß dich. 52.084, na Bent. Wenn's geht, müsste ich mal an die Seite für eine Pinkelpause. Jo, wie viel Meter hast du denn? Warte, 96 Meter. Jo, das passt. Dann nehme ich dich bei mir an die Seite und du meldest dich dann bitte, wenn es weitergehen kann. Ja, mache ich dann. Gut, gut, dann bis später. Jo, bis später. Tja, was sein muss, das muss sein. Auch eine Pinkelpause.
So, die Pinkelpause wird dann wohl im Bing stattfinden. So, und Bingen steht praktisch vor der Tür. Wunderbar. Wollen wir die AfB mal ein bisschen unterstützen hier. So, Ankunft in Bingen. Es wird natürlich nicht ganz reichen, aber dem ist dann halt so. So, jetzt erstmal schnell auf Toilette und dann noch eine schöne Currywurst auf der Hand und dann kannst du weitergehen.
weiter in Teil 2. Ja, der wird noch ein wenig auf sich warten lassen. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ihr hört mich dann im nächsten Video wieder. Ich sag mal, bis dahin. Habt eine schöne Woche. Freut euch auf mein Spotter-Video. Und bis dahin. Ciao, servus und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer The Danny Spieters. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bye.